Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Video heute. Ich wohne ja sowieso hier in Lindau. Bin jetzt am See, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild. Und ich freue mich auch, heute hier zu sprechen, weil das Wetter ist so schön. Eigentlich gibt es ja nicht viel zu sagen. Über die Leuchtung und über ein integriertes Leben. Aber dennoch wird sehr viel darüber gesprochen und ich rede auch viel darüber, weil es einfach nicht gelebt werden kann, so wie wir heute strukturiert sind, nicht so wie wir vom Bewusstsein sind. Und ich dachte, ich spreche mal viel direkt heute. Ist immer so ein Punkt, worüber ich sprechen soll. Besser ist es ja, wenn man Leute um sich hat und deren Fragen gestellt werden. Und dann kann man speziell auf die Fragen eingehen. So, wo ich jetzt hier alleine bin, da muss ich mir mal was einfallen lassen. Oder irgendwie durch Fragen auf Facebook kommen ja auch immer wieder Fragen auf, nicht? Und das ergreife ich dann auch immer gleich und versuche das dann auch durch meine Videos zu klären. Und so sind auch immer wieder Punkte so zum integrierten Leben, was es bedeutet, integriertes Leben. Und integriertes Leben, nicht? Integriertes Leben heißt, alle Aspekte des Lebens zu leben. Und wenn wir unseren Körper betrachten, nicht unseren Geist, dann geht es auch darum, dass der Geist, unser Gehirn mit dem Körper in Übereinstimmung ist, dass es koordiniert ist. Die dann auch so die Sinne, alle Sinne, dass sie miteinander koordiniert sind, die Handlungsorgane, dass sie miteinander koordiniert sind und das Nervensystem integriert ist und gereinigt ist und sauber ist, dass alles gut funktionieren kann, nicht? Und was ich im Geist denke, das spiegelt sich im Körper wieder, nicht? Und was ich auf der körperlichen Ebene mache, das spiegelt sich im Geist wieder. Also das ist so eine Koordination oder eine Verbindung von beiden. Und aber auch, wir sind nicht in Isolation, nicht? Das heißt, auch die Umgebung müssen wir mit einbeziehen. Und die Umgebung, so nicht, das heißt unser Umfeld. Und wenn das Umfeld geordnet ist und wir sind geordnet, nicht? Das heißt, dass unsere Gehirnwellen gut funktionieren, dass die Sinnesorgane gut aufeinander abgestimmt sind, die Handlungsorgane aufeinander abgestimmt sind, so nicht, dass es alles gut miteinander koordiniert ist, dann werden wir auch erleben, dass die Umwelt auch gut koordiniert ist, weil wir hängen damit zusammen. Und je besser wir funktionieren, je besser alles bei uns funktioniert und die Koordination besser ist, dann werden wir auch erleben, nicht, dass das Umfeld besser funktioniert, nicht. Wenn wir unser Bewusstsein anheben, es entwickeln, dann entwickeln wir gleichzeitig unser Umfeld und auch die ganze Umgebung. Alles ist ja miteinander verbunden, verflochten. Und so wissen wir vom Yoga, nicht, dass wo bestimmte Bereiche angesprochen werden, zum Beispiel wenn man jetzt meditiert und man erfährt feinere Ebenen des Denkens und es setzt eine größere Stille ein, dann hat das auch seine Auswirkung auf den Körper. Der Körper erfährt dann auch eine tiefere Ruhe, eine tiefere Entspannung. Und das ist eine Wechselbeziehung. Oder wenn ich auf der körperlichen Ebene etwas mache, so eine Yoga-Stellung eingehe und ich Ruhe erfahre dabei, dann wirkt sich das auch unmittelbar auf den Geist aus. Da ist immer eine Verbindung da zwischen Körper und Geist. Und dann kann ich jetzt, dadurch sind ja auch ganz verschiedene Systeme entstanden, wie man sich jetzt entwickeln kann, weiterentwickeln kann, um letztendlich zu sich selbst zu kommen. Nicht? Darum geht es ja immer, nicht? Selbstrealisierung, nicht? Erwachen, Erleuchtung, ich bin, sind alles verschiedene Begriffe. Aber das Entscheidende ist das, was ich selbst in mir realisiere, was ich in mir selbst erfahre. Und die Begriffe, die helfen mir natürlich dazu, es zu verstehen. Ist auch ganz wichtig, dass man versteht, was man macht.
Deshalb das Wissen, nicht? Es geht Hand in Hand, Erfahrung und das Wissen kann man nicht voneinander trennen. Wenn ich zum Beispiel kein Wissen habe von höheren Bewusstseinszuständen, dann würde ich wahrscheinlich gar nichts machen, so in die Richtung, nicht? Also ist schon ganz gut, wenn da die Informationen dazu da sind, das Wissen dazu da ist. Und auch ganz wichtig ist es ja auch, dass dann entsprechende Schritte da sind. Also ich bin nicht dafür, dass man sagt, also es ist kein Wissen notwendig oder da gibt es nichts zu tun, nicht? Das alles passiert so automatisch. Es gibt nur das Selbst, nicht? Und einen Geist oder so, wo dann alles organisiert wird und da brauche ich nichts machen. Nein, manche Leute denken ja vielleicht so, aber das ist einfach besser, wenn man Meister hat, wenn man Lehrer hat oder irgendwo andere Quellen hat, die einem sagen, so, dass es das und das gibt es nicht und die Möglichkeiten haben wir nicht. Und so wie es beim Yoga ist, nicht? Das ist ein ganzes Ausbildungssystem, um zu sich selbst zu kommen, um die Wahrheit zu finden. Und so, wenn ich jetzt zum Beispiel Pranayama mache, nicht? Das ist eine Atemübung. Und das ist so, dann verfeinere ich meinen Atem und dann erfahre ich mehr Stille. Und dann je mehr Stille ich erfahre, nicht, umso mehr Ruhe kommt ja rein ins System. Und dann werden Stress und Verspannung gelöst, nicht? Und das erweitert mein Bewusstsein. Und das heißt also, über den Atem kann ich mein Bewusstsein erweitern und auch erwachen und Erleuchtung bekommen. Genauso ist es bei Yoga-Stellung, harter Yoga, nicht? Harter Yoga ist hart, ein harter Yoga. Da kann ich genauso meine Entwicklung machen und dann irgendwann Samadhi erreichen, Erleuchtung bekommen. Und so gibt es eigentlich ganz, ganz viele Wege, alle Wege, die dazu beitragen, dass der Körper und der Geist koordiniert wird, integriert wird. Und auch, dass dieses jetzt gerade insbesondere so, wenn der Körper und Geist gut koordiniert ist, integriert, dann hat das eine gute Auswirkung auch auf die Umgebung und die wird dann auch geordnet integriert. Man kann natürlich auch ganz in der Umgebung anfangen, nicht, dass man versucht zum Beispiel alles in seinem Zimmer schön geordnet hat und diese Ordnung, wenn alles sauber und rein ist, alles schön geordnet ist und ich komme in den Raum rein und habe vielleicht 1000 Gedanken und so, dann hat das auch einen ordnenden Einfluss, die Umgebung jetzt mein Raum, der sich auswirkt auf meinen Geist, meine Physiologie, geht ja Hand in Hand. Und so hat das auch einen integrierenden Einfluss, wenn ich also so einen äußeren Raum, so, wo man gar nicht daran denken macht, dass das mich auch in die Stille führen kann. Am besten ist es natürlich, und das ist ja auch mein Weg jetzt, nicht ein harter Yoga ist ein harter Weg, so nicht. Ich mache auch harter Yoga, also eigentlich Yoga, so Körper, Haltung, Stellung. Und aber ich mache ja die Meditation, die transzendentale Meditation. Und das ist für mich so das Einfachste, weil die Natur des Geistes sowieso ja schon unbegrenzt ist. Wir haben den Geist nur eingeengt, dadurch, dass wir uns mit der äußeren Welt identifiziert haben, nicht mit den Objekten. Und dadurch sind wir begrenzt. Da haben wir diesen unbegrenzten kosmischen Geist in Begrenzung gebracht. Aber die Natur des Geistes ist unbegrenzt zu sein, nicht? Und mit dem Geist in die Unbegrenztheit zu kommen, ist einfacher als mit dem Körper, nicht? Der Geist nicht so, man denkt das Mantra und schon werden die Gedanken weniger und die Unbegrenztheit nimmt zu, nicht? Je weniger Gedanken das ist, umso größer ist die Unbegrenztheit. Und dann nach einer kurzen Zeit, manchmal passiert sofort, dass alle Gedanken weg sind und dann ist man sofort in diesem geistigen, unbegrenzten Bereich, in diesem kosmischen Geist. Da verlässt man diesen individuellen Geist, der geprägt ist durch Begrenzungen, nicht? Durch die Identifizierung mit der objektiven Welt. Und wenn jetzt diese Begrenzungen alle weg sind, dann ist man auf der kosmischen Ebene und dann ist man im kosmischen Geist. Und der kosmische Geist, der ist allgegenwärtig, also der ist unbegrenzt und alldurchdringend und ist. Und wenn wir da sind, dann sind wir auch in der Lage, diese Impulse vom Selbst, nicht? Das Selbst, von dem reinen Bewusstsein, was man normalerweise nicht oder überhaupt nicht erfahren kann,
Aber durch unser, und aber alles kommt aus diesem reinen Bewusstsein. Und wenn unser Geist diese Unbegrenztheit hat, dann ist er diesem Selbst ganz nahe. Und dann können wir unmittelbar diese Impulse der reinen Intelligenz, der reinen kreativen Intelligenz aufnehmen und in die Handlung bringen. Und aber wenn wir jetzt auf der körperlichen Ebene so jetzt nur die Yoga-Übung machen, nicht, oder so eine harte Yoga-Stellung machen, nicht, und das hängt ja ganz viel zusammen, das ist ja nicht nur so Körperübung. Harte Yoga beinhaltet auch, dass man den Körper überall reinigt, so, nicht, wäscht und innen und außen wäscht sozusagen, nicht, so, dass man so Tücher verschluckt und so, die wieder rausholt und Nase da irgendwelche Fäden durchzieht. Und es geht eigentlich darum, dass das Nervensystem gereinigt wird, dass der ganze Körper gereinigt wird und dass durch diese Reinheit dieses reine Bewusstsein zum Vorschein kommt. Also immer, egal was wir machen oder auch unsere Geschmackssinne verfeinern, nicht, sondern Feinschmecker sind, die immer feiner Ebenen schmecken, 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 schmecken. Nicht. Und das führt auch dazu, dass wir immer mehr auf die feinste Ebene kommen, diesen unbegrenzten Geist kommen, nicht? In den unbegrenzten Geist. Und je mehr wir da sind, umso mehr können wir auch das Reservoir oder die Schätze, die alle im Absoluten oder im Selbst vorhanden sind, die können wir dann für unseren täglichen Gebrauch nutzen. Mehr und mehr. Ja, also das Wesentliche, was ich heute sagen wollte, ist ja so, dass wir viele, viele Möglichkeiten haben, um nach Hause zu kommen, um zu unserem Selbst zu kommen, um unser Selbst zu realisieren, um in die Stille zu kommen und ein glücklicher Mensch zu sein, nicht? Weil diese Glückseligkeit, wo wir alle hinstreben, die finden wir ja nicht im Äußeren, nicht? Habt ihr ja auch schon tausende Mal erfahren, nicht? Wo man immer glaubt, so jetzt habe ich die Frau meines Lebens gefunden oder meinen Mann fürs Leben gefunden, nicht? Und dann bin ich total glückselig jetzt und Himmel auf Erden. Und das hält dann ja 1-2 Wochen oder 3 Monate oder vielleicht 1-2 Jahre an. Und dann kommt die andere Seite wieder, nicht? Und das ist, in der Dualität ist das so, nicht? Da ist nichts bleiben, nicht? Was heute, das Gute, was wir heute erfahren, das ist schon der Same für das Gegenstück drin enthalten. Und da müssen wir uns nichts vormachen. In der Dualität werden wir keinen dauerhaften Frieden finden, wir werden keine dauerhafte Liebe finden, wir werden keine dauerhafte Glückseligkeit finden, ist nicht vorhanden, nicht möglich, auch im Relativen. Aber im Selbst, nicht das Selbst, was wir selbst sind, was wir vergessen haben, das alles drin enthalten. Und da ist dieser Friede, nach dem wir streben, der ist im Selbst enthalten, nicht? Der ist im Selbst enthalten, nicht? Und im Grunde genommen, was notwendig ist, dass wir einfach erfahren oder dass wir uns wieder daran erinnern, wer wir sind, nicht? Und wer sind wir? Wer sind wir? Das Unsichtbare, das Nicht-Greifbare, das Nicht-Erfahrbare Selbst. Ja, kann man sagen, ja, wieso, wenn ich es nicht erfahren kann, was habe ich davon, nicht? Ja, was habe ich davon, nicht? Was habe ich von dem Selbst, wenn ich es nicht erfahren kann, nicht? Ich möchte doch Erfahrungen machen, nicht? Und eigentlich kann man erst wirklich schöne Erfahrungen machen. Erfahrungen kann man nur im Relativen machen. Die kannst du nicht im Absoluten machen, kannst du nicht im Selbst machen. Aber wenn du das Selbst realisiert hast, denn das ist ja immer präsent. Das ist jetzt auch präsent, aber dir ist es nicht bewusst. Das ist der Punkt, nicht? Das Selbst ist immer da, ist auch jetzt bei dir, ist egal wo du bist, ob du erleuchtet bist oder auf dem Weg der Erleuchtung bist oder ob du dich überhaupt noch gar nicht interessierst so für die Selbstrealisierung. Das Selbst ist immer da, nur wir haben es vergessen. Dadurch, dass wir uns mit der Welt, der Erscheinung, mit dem schönen See hier, mit der schönen Umgebung hier von der Sonne, haben wir uns überschatten lassen. Und da haben wir das, was wir sind, vergessen. Nicht? Und jetzt geht es eigentlich nur darum, dass wir uns wieder daran erinnern. Deshalb mache ich auch die ganzen Videos immer so, dass immer so uns daran erinnern, das, was wir sind. Das ist keine Belehrung in dem Sinne. Manche sagen, ah, ich will sie belehren oder ich will was überstülpen und so. Nee, das sehe ich überhaupt nicht so.
Ich habe Spaß daran, die Videos zu machen oder Texte zu schreiben. Und was du daraus entnimmst, das ist dann deine Sache, so nicht deine Sache nicht. Und jeder ist ja auch verantwortlich für sich, nicht jeder ist für sich verantwortlich, nicht niemand übernimmt die Verantwortung. Merkst ja, wenn du in der Not bist, stehst du alleine, dann gut, da kommt vielleicht mal Freunde oder so. Aber letztlich ist immer bist du alleine, nicht? Nicht? Du kannst ja in der besten Beziehung sein und du fühlst dich alleine, nicht? Alleine, nicht? Weil und das ist immer so, nicht? Und oftmals stürzt wir uns von einem Erlebnis in das andere, von einem Vergnügen in das andere, weil wir Angst haben vor diesem Alleinsein, nicht? Aber dieses, das ist dieses, eigentlich dieses relative Alleinsein, das ist unangenehm. Aber dieses Alleinsein, dieses All-Einsein, dieses Sein mit sich sein, nicht? Mit dem Selbst, das, was man ist, damit zu sein, das ist ja das Schönste, was es gibt, weil aus das Sein, dieses Alleinsein und dieses, das ist ja die Geburtsstätte von all dem, wonach wir im Äußeren immer suchen oder wo wir nachstreben und wo wir uns dran erfreuen. Aber wenn wir nur in diesem Relativen sind und nicht auf der Basis des Seins oder des Selbstes oder des Absoluten sind, dann können wir nicht diese bleibende Freude haben, nicht? Das Relative, das geht uns alle wieder verloren, nicht? Das geht irgendwann geht's wieder weg, nicht? Aber das, was du bist, nicht? Das Selbst, das, was du bist und immer schon warst, nur vergessen. Und wenn du dich daran jetzt wieder erinnerst, indem du jetzt durch Yoga, nicht? Wie ich sagte, bei Yoga, nicht Yogaübung, nicht so eine Stellung, nicht einfacher transzendieren mit Meditation, transzendieren direkt. In diese Unendlichkeit zu kommen, in dem, was du bist, in das Selbst. Und dann zu sagen, ja, ich bin das Selbst. Nicht? Ich bin das Selbst. Ich bin nicht der Peter. Der Peter ist nur eine Erscheinung. Eine Erscheinung, die Erscheinung, wie das vorher sagt, Schein. Ist ein Schein, nicht? Ist ein Schein. Ein Schein von dem Unbeweglichen, von dem Allgegenwärtigen, von dieser Stille ist dieser Peter ein Schein. Und der Schein ist, je nachdem, wie viel Licht noch da ist, so irgendwann hört das Licht auf. Das ist das göttliche Licht, nicht so. Das geht dann irgendwann wieder weg und dann geht das, wo ich hergekommen bin, da gehe ich wieder her. Und der Körper auch, so der Körper geht wieder, aus Erde sind wir entstanden, zur Erde werden wir wieder, nicht? Also das heißt wir, der Körper, diese physische Substanz, aber dieses, was wir in Wirklichkeit sind, nicht? Dieses, was wir wirklich sind, wir sind das Selbst und auch der Körper verkörpert das Selbst. Das heißt, das Selbst ist auch im Körper und wenn wir wach genug sind und fühlen, dann können wir diese feinen Vibrationen im Körper fühlen. Nicht im Körper fühlen und spüren, was da ist, spüren diesen Körper so nicht. Und dann merken wir auch diese feinsten Vibrationen und wenn wir das zurückverfolgen auf die feinste Ebene, dann merken wir, oh, da kommen wir in den geistigen Bereich, vom Körper in den Geist hinein und da ist auch diese Ewigkeit von dem Körper enthalten, nicht? Die Essenz vom Körper ist ewig und wenn wir, auch das können wir, ich mache es ja mehr so eigentlich von der Meditation, so transzendiere und dann bin ich in dem Geistigen und dann, das ist noch nicht so, wo ich völlig in dieser Stille, ganz in der Stille, das ist noch so eine, erst so eine Fluktuation, so eine Aktivität. Und danach kommt dann so, wo auch diese Fluktuation herkommt, da ist diese absolute Stille, wo nichts zu erfahren ist. Aber wenn man so in Meditation sitzt und dann kommen ab und zu mal Gedanken und da erfährt man diese Unbegrenztheit, diese Allgegenwart nicht, das ist noch so diese Vorstufe vor dem Selbst. Ist noch die Vorstufe. Aber man hat auch schon die ganzen Ebenen transzendiert. Und ist auch schon in diesem Bereich so, der ewig ist, aber es ist noch diese Aktivität der Dynamik und so, Gedanken, die laufen da ab und verschwinden wieder. Und dann irgendwann transzendieren wir alles und da ist nichts. Und das können wir bemerken, wenn wir wieder rauskommen, die Zeit ist vergangen, ohne dass wir es bemerkt haben. Ja, das war jetzt so das Thema Integration. Nochmal kurz die Zusammenfassung, Integration von Körper und Geist und auch von der Umgebung, eigentlich von allem, was existiert, das ganze Universum, alles ist ja in Verbindung mit uns und wenn alles miteinander integriert sind, dann sind wir in der
totalen Harmonie, nicht in der totalen Glückseligkeit. Aber das jetzt, was wir jetzt in Syrien erfahren, nicht, und Korea und so überall, so in der Welt, Amerika und Deutschland, in jedem Land, so, nicht, und in jedem Heim und bei jedem selbst, ja, dann habe ich Kopfschmerzen, nicht, und dann geht es mir nicht gut und dann habe ich Streit und dann habe ich ja, Ärger mit meinem Chef und alles diese Sachen. Ich werde überfordert, ich kriege einen Burnout, weil ich so viel zu tun habe so. Und bin unglücklich, bin depressiv, nicht? Habe dann wieder meine glücklichen Tage, so bin ganz zufrieden und sage, oh, ist alles schön, alles bestens, nicht? Und wie wir das ja kennen, auch das geht dann wieder weg. Es ist immer dieser Wechsel in der Dualität, es kommt und geht und, und macht uns nicht glücklich. Und deshalb machen wir das ja eigentlich so, wir möchten eigentlich diesen tiefen Frieden haben, den Frieden, den allgegenwärtigen Frieden, der da ist, den wir nicht erfahren, weil wir uns zu sehr mit der äußeren Welt identifizieren oder da verwickelt sind und verbunden sind, eingebunden sind. Wir sind nicht frei. Und solange wir nicht frei sind, können wir keinen Frieden erfahren. Nicht? Und wenn wir alle Stress und Verspannung gelöst haben, und unser Bewusstsein dadurch auch expandiert haben, dann merken wir schon, das ist nicht so, dass wir jetzt von heute auf morgen tiefen Frieden haben, aber mit jedem Schritt in dieser tieferen Stille erfahren wir diesen tieferen Frieden in uns und mehr Freude und mehr Glückseligkeit. Ich habe gestern gerade in den Upanishaden gelesen, das ist ja auch so ein gutes Werk, da geht es auch mal um das Selbst, nicht um das Absolute. Das zu erkennen, nicht? Und wir werden ganz schöne Aussagen darüber gemacht, nicht? Und ich habe eigentlich schon seit längerer Zeit immer so überlegt, so, ich habe das vor vielen, vielen Jahren mal gelesen, mit der Glückseligkeit, nicht? Ich werde das nochmal so runterschreiben, aber das war dann so interessant, so, nicht? Da wurde das so aufgeführt, nicht? So, da wurde verglichen, so, nicht? So, wie das ist, so mit meiner Glückseligkeit, die ich jetzt habe, so, oder die Freude, kann ich ja noch gar nicht sagen, Glückseligkeit, aber so eine Freude. Und wenn ich dann, sagen wir mal, mit Indra mich vergleiche, dann ist die Freude so 100-mal stärker, die ich erfahre, wenn ich mein Selbst realisiert habe. Also wenn ich im Absoluten integriert bin oder sagen wir mal so im Einheitsbewusstsein bin oder im Gottesbewusstsein, wo ich diese feinste Ebene der Schöpfung bewusst wahrnehme. Und das ist ja auch diese Ebene, wo dieses Selbst sich zu erkennen gibt, nicht? Auf dieser feinsten Ebene im Relativen. Nicht? Das Selbst gibt sich zu erkennen auf der feinsten Ebene im Relativen. Wir nennen das das Gottesbewusstsein, weil das die feinste Ebene der Schöpfung ist. Nicht? Das ist die feinste Ebene der Schöpfung. Und wenn wir da sind, dann erfahren wir auch diese Glückseligkeit. Nicht? Die Glückseligkeit, die sich im Allerfeinsten ausdrückt, nicht, die im Selbst enthalten ist, aber ist unmanifest, aber man kann sie nicht erfahren. Man kann die Glückseligkeit erst erfahren, wenn sie sich manifestiert im Relativen. Nicht? Und dann war das für mich auch mal so, da wollte ich mal gerne wissen, also wie viel Mal ist das denn mehr so? Nicht? Und dass je weiter selbst, wenn man jetzt schon ganz gute Ebene erreicht, sagen wir mal, hat das Selbst realisiert. Das Selbst realisieren heißt aber, dass ich bin, das heißt ja eigentlich so, ich bin frei. Ich identifiziere mich nicht mehr mit der objektiven Welt, aber ich habe ja noch nicht die volle Integration, nicht, worum es geht. Nicht. Das ist ja die wunderbare Lehre von Maharishi, der alle Aspekte mit eins bezieht. Nicht. Der sagt nicht irgendwie, Ego weg muss weg, Geist muss weg oder das muss weg oder das muss weg. Nein, alles was ist, kann bleiben, aber integriert. Und wenn es integriert ist, dann ist es in Harmonie miteinander. Und wenn es in Harmonie miteinander ist, dann ist Glückseligkeit, das drückt sich in Glückseligkeit und Freude aus. Nicht? Also je mehr Freude du erfährst, umso sicherer kannst du sein, dass du schon ganz richtig da bist. Nicht? Und wenn dann wieder Depressionen kommen oder so Momente, wo du dich nicht wohlfühlst, oder da fehlt es an Integration, nicht? An deiner Integration. Nicht? Denk nicht, dass die anderen sich integrieren müssen, damit es dir gut geht. Nein, es ist immer so, der andere ist nie schuld für das, was du erfährst. Nicht? Ist egal, was er dir sagt, ob er dich anschreibt oder sonst was nicht. Du bist immer dafür verantwortlich, was mit dir gerade passiert. Das sind die Samen, die du mal gesät hast in der Vergangenheit und die kommen jetzt wieder her. Und wenn du dich schlecht fühlst, das Problem hast, ja gut, dann sind die Samen aufgegangen halt, nicht so. Aber, und wenn du einen Unfall hast und so, nicht, das ist nicht der andere, oder, weil der hat die Vorfahrt nicht beachtet und sagt, ah, jetzt hätte der Vorfahrt beachtet, so, wenn es nicht passiert. Nein, das sollte so sein, damit du
deine Früchte bekommst, deine Früchte bekommst, die du im früheren Leben oder in diesem Leben ausgesät hast, nicht? Genau. Ja, ja, so ist das, wenn ich keine klaren Fragen habe hier. Dann springe ich mal hierhin und mal dahin, von der Integration dann zum Karma oder so, zur Glückseligkeit. Aber das macht ja auch nichts, nicht? Eigentlich geht es doch gar nicht darum, was man sagt, nicht? Es geht nicht darum, auch, dass ich jetzt hier einen schönen Vortrag halte oder so, nicht? Und wie ich sage und wann ich sage und wo ich sage und so, nicht? Eigentlich ist es schön, mit dir zusammen zu sein jetzt gerade hier. Und die schöne Wetter gemeinsam zu genießen. Und auch in dir, dass du in dir so die Stille erfährst, nicht? In dir die Stille, nicht? Eigentlich geht es nur darum, dass aber die vielen Worte so nicht, dass die Worte, wenn die aus der Stille kommen, dann bringen sie ein Stück Stille mit raus in das Leben. Und wenn du das spürst, ist gut, weil dann die Worte dich auch wieder mehr in die Stille bringen. Oder auch die Pausen zwischen den Worten, die bringen dich dann mehr in die Stille. Und das ist eigentlich ja das Entscheidende, nicht? Die ganzen Worte und alles, was man sagt, so, nicht? Und alle Theorien, die es gibt, nicht? Und alle Wege, die beschrieben werden, und alle Philosophien, so, nicht? Ist alles im Kopf, alles hier im Kopf. Und das müssen wir sowieso an einem Punkt wieder aufgeben, um in diese wirkliche Stille zu kommen, nicht? Und das heißt ja, das Ende der Veden, das vedische Wissen, das Wissen von Gott, nicht? Das Wissen von Gott, das das gegeben hat, dass wir zu diesem Punkt kommen, wo denn die Veden aufhören. Also wir erst sind beschäftigt mit den Veden, und damit wir eine klare Birne bekommen, dass wir ein Verständnis bekommen, dass wir wissen, wo der Weg hinführt, und dass wir wissen, auch die Wege jetzt, Yoga und so, gehört ja alles zu den Veden dazu, alle Beschreibungen, so gehört alles zu den Veden dazu. Und das geht eigentlich nur darum, da rauszukommen, wieder aus dem Wissen rauszukommen. Nicht? Alles, was du gelernt hast, alles, was du gehört hast, alles, was du mit deinen Sinnen wahrgenommen hast, musst du alles wieder aufgeben, alles wieder weggeben. Und dann bist du an dem Punkt, wo dann die Dualität aufhört. Nicht? Die Dualität, dieses Zwei, nicht du, nicht Dualität. Nicht? Es geht um die Einheit. Nicht? Du musst diese Einheit zur Einheit kommen, die Einheit, nicht? Wo keine Getrenntheit mehr ist. Keine Getrenntheit, einheitlich. Und dann ist das Leben integriert. Einheit, nicht? Jetzt bin ich wieder da angekommen, einmal so im Kreis, nicht überall gehen. Nicht? Also über die Glückseligkeit rede ich noch mal ein bisschen mehr, das finde ich selbst interessant. Wie viel Mal so, nicht? Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es heißt, so, also bestimmt so 10 Vergleiche oder 8 Vergleiche, wo die Glückseligkeit noch mal ein 100-faches Mal stärker erfahren wird, wenn man die Ebene zum Beispiel von Indra oder von Brahma erreicht hat und so, nicht? Und das können wir hier auf der Erde erreichen, diese Glückseligkeit, nicht? Wir japsen jetzt nach so diesen kleinen Freuden hinterher, nicht? So ein Eis, ja, ein Eis schmeckt so toll, nicht? Und macht ja auch Freude, klar. Ist auch eine große, auch eine Freude, gerade für Kinder, aber auch Erwachsene. Die Erwachsenen sind ja auch für die Kinder, nicht so. Wir sind ja nicht unterschiedlich, die sind ja alle gleich eigentlich, nicht? Und dann aber macht ein Stück Schokolade, oh, schmeckt so toll, nicht? Diese Süße im Mund, nicht? Aber dann ist das, nehmen schmecken wir, nach kurzer Zeit ist das fade und dann müssen wir wieder nachschieben, nicht? Also bei mir ist es immer die Gefahr, wenn ich mal ein Stück Schokolade esse, dann muss ich gleich eine ganze Tafel essen. Da habe ich erst Ruhe, nicht? Wenn ich dann eine halbe Tafel in der Tasche habe, nee. Also da habe ich auch keine Disziplin, aber ich fühle mich nicht überschattet, nicht? So, das ist auch noch ein Punkt, so, nicht? Wenn du überschattet bist, das ist blöd, aber wenn du nicht überschattet bist, bist du mal bewusst dabei und dann auch, wenn du dann mal kleine Fehler machst, bist du bewusst dabei. Und das führt dich aus all den Fehlern heraus, nicht so. Fehler, wenn du Fehler machst, nicht, mach Fehler bewusst. Will dich nicht anstacheln, jetzt Fehler zu machen, nee. Aber wenn du irgendwas machst und du machst es bewusst und du merkst, das tut dir nicht gut, kriegst Kopfschmerzen oder kriegst dieses oder jenes, dann kannst du damit aufhören, nicht? Wenn du unbewusst bist, wie willst du denn da auch mit aufhören, nicht? Da wirst du immer unbewusst bleiben, nicht? Kannst nur bewusst werden, nicht? Ja, also diese Glückseligkeit, nicht gut, dass ich das nochmal bringen. So. Hier sind auch ein paar Zuschauer jetzt hier schon, so, die lauschen so da hinten, was ich hier wohl erzähle gerade. Ist ja auch schön. Ist ja gut, das Wissen muss sich verbreiten, nicht? Ist doch schön, nicht? Je mehr Leute so in Kontakt mit dem Wissen sind,
kommen, umso besser ist es, weil das Wissen muss raus, nicht? Weil jeder Einzelne muss bei sich mal gucken, was er machen kann. Was heißt muss, nicht? Aber jeder kommt zu dem Punkt, so, das finde ich viel besser aus. Jeder, egal jetzt, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, ah, nee, das interessiert mich nicht, aber irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du spürst, oh, das habe ich mal gehört, so, oh, und da gibt es die Meditation, oh, das möchte ich erlernen, oder ich möchte Yoga machen, so, oder ich möchte dies machen, oder Pranayama, oder was auch immer, um mal aus diesen Gleisen des Alltags zu kommen, nicht? Und dann in die Glückseligkeit zu kommen, wo keine Gleise mehr sind, nicht? Wo du frei bist, nicht? Keine Gleise, nicht? Gleise ist immer so eine Einengung, eine Begrenzung. Und wenn du jetzt so frei bist, nicht so frei, du bist ein Freidenker, so wie ich jetzt hier, so ich schwapp so immer hier von einem Ding zum anderen und mir fällt auch immer wieder was ein, dass mir nichts einfällt, aber das kommt zu mir, nicht? Ich muss da nicht drüber nachdenken, es kommt zu mir und das ist auch gut und da habe ich auch Spaß dran, nicht? Da entwickle ich mich auch dran, nicht so, mein Geist wird immer klarer so dadurch und auch so, wenn ich spreche, merke ich auch so Integration stärker, so Körper-Geist-Koordination wird stärker, so hat einen guten Einfluss so, und ich fühle mich immer besser. Nicht? Je länger ich rede darüber, umso besser fühle ich mich. Und das ist für dich genauso. Mehr du darüber hörst, über Selbst, weil das Selbst ist ja die Essenz von dir. Und wenn du von der Essenz viel hörst, dann führt es dich mehr zu der Essenz. Und wenn du diese Essenz realisiert hast, dann bist du frei. Und jetzt nochmal zum Abschluss kurz zur Einheit. Einheit, womit? Nicht Einheit. Im Advaita, viele machen so, die ziehen sich dann so auf ihre Scholle zurück, so, jetzt habe ich das selbst realisiert, das Bewusstsein, und vergessen, das Leben, die Welt zu integrieren. Nicht? Gehört doch dazu, nicht? Man muss doch alles, nichts ausschließen, sondern nichts ausschließen. Nicht? Und das Leben hier, so hier die Steine, das Wasser, der Körper, alles, die Sprache, das, was man hört, das, was man sieht, was man spricht, so nicht. Die ganze Relativität gehört auch zum Leben dazu. Und Marische bringt immer ganz gerne das Beispiel, hat das Beispiel gebracht, so jetzt hier mit dem Wasser, nicht so, da kann man so, jetzt ist hier ein bisschen ruhig, und wenn ja mehr Wind da ist, dann sind die Wellen da, nicht so. Und das ist so die Relativität, nicht? Die Wellen stehen jetzt so für die Relativität, die sind in Bewegung, sind aktiv, und der Ozean, der bewegt sich nicht, der ist still, also das Wasser tief drinnen, jetzt hier vom Bodensee, ist tief still. Aber wenn jetzt der Wind kommt, dann kommen dann die Wellen auf. So. Und das ist mit der Relativität genauso, nicht? Wenn die Wellen kommen, so nicht, wenn die Impulse aus dem Selbst kommen, dann entstehen die Wellen, dann entsteht die Kreativität, dann entsteht der Körper, dann entsteht der Geist, die ganzen Sinnesorgane. Entsteht denn aus diesen Impulsen, die aus dem Selbst herauskommen? Und wenn die Impulse sich dann fortsetzen, nicht, und das passiert durch die Gesetze der Naturgesetze, das sind die Gunas, und dann geht das Leben weiter, so nicht? Und das hat der liebe Gott organisiert, so nicht? Und da müssen wir uns nicht drum kümmern, das passiert automatisch. Und jetzt geht es darum, bei der Integration, gerade wenn ich mal selbst realisiert habe, nicht? Und dann ich mich nicht als zwei erfahre, das hier ist das Selbst und das ist das Nicht-Selbst. Nein, die Integration bedeutet jetzt, dass ich mich als Selbst realisiere, also realisiert habe, dann bin ich zum Gottesbewusstsein gegangen durch Liebe und Hingabe und erfahre dann die feinste Ebene der Schöpfung. Und die muss ich dann transzendieren, nicht? Und dann erfahre ich mich so als Selbst. Und ich erfahre das so, also ich spüre jetzt schon mehr und mehr überhaupt keine Trennung mehr, so nicht? Keine Trennung. Wenn ich jetzt spreche, da bin ich nicht getrennt von dem, was ich jetzt sage oder so. Natürlich, wenn ich jetzt darauf hinhöre, so nicht? Aber das ist alles so, ob das alles in mir stattfindet, auch jetzt hier die Steine und die Leute oben, die jetzt da lang gehen und gucken und hören, da fühle ich keine Trennung. Also ich spreche und das ist so, auch mein Körper spürt, da ist keine Trennung, das ist alles so miteinander verbunden. Und in dieser Verbindung ist die Sprache und die gehört auch dazu. Also die ganze Dualität erfahre ich, genauso wie vorher auch so. Vielleicht so, manchmal ist es sogar so, dass dieses Selbst so stark ist, dass die Dualität so mehr zurücktritt, aber sie ist schon noch da. Ich kann natürlich alles erkennen, Stein und so. Aber dieses Selbst so nicht. Manchmal sehe ich das sogar als Schwingung in der Umgebung. Aber jetzt erfahre ich das so nicht jetzt als Schwingung, sondern so, ob ich da eins bin mit. Und die Steine gehören zu mir, nicht? Und ich bin in den Steinen, die Steine sind in mir, so nicht? Das heißt nicht die Steine, aber diese Essenz von den Steinen, so nicht? Und das ist diese feinste Schwingung oder das Selbst,
Da ist so eine Einheit so nicht. Und das denke ich so, ich bin da nicht am Ende, nicht? Das geht immer weiter, die Entwicklung geht immer weiter so nicht? Und das ist ja auch schön. Und dann auch diese Glückseligkeit und die Stille geht auch weiter. Das hört nicht auf, das geht immer weiter so nicht? Die Entwicklung hört eigentlich nie auf. Und selbst wenn ich jetzt schon, das will ich für mich gar nicht in Anspruch nehmen, dass ich jetzt völlig im Einheitsbewusstsein bin, nicht? Das sind so, das merke ich so, das wird immer mehr so auf einer Herzensebene, wird immer mehr alles, das Herz kommt mehr in den Vordergrund. Und die Einheit wird stärker so und auch dieses Brahman-Bewusstsein, so dass immer mehr auch in diese Einheit einfließt, dass da keine Trennung ist, das wird mehr. Und ich denke so, das kann man wirklich darunter verstehen, unter integriertes Leben, nicht? Durch Yoga-Techniken, durch meine Meditation, so sich dahin zu entwickeln mehr und mehr, dass man wirklich eine integrierte Persönlichkeit ist. Aber die Persönlichkeit, die hört ja auf, die gibt es dann nicht mehr so, nicht? Das ist wie der Stein, der ist da, der Körper ist da, so. Aber was ich ja wirklich bin, ist dieses Selbst und so. Und das ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt Zeuge davon, was ich jetzt spreche, was stärker noch im kosmischen Bewusstsein. Das Selbst ist da und aus diesem Selbst ist so, ohne irgendeinen Übergang oder irgendwie eine Trennung, sprudeln die Worte jetzt so raus. Und ja, das ist so vielleicht die Anfänge zum Einheitsbewusstsein, zum Brahman-Bewusstsein, keine Ahnung, ist auch völlig egal. Das ist völlig egal so und das ist für dich auch egal. Es ist immer so, wie es ist, das Leben, wie es gerade ist. Und das für dich, da wo du bist, bist du genau richtig. Und wenn du was machst, nicht, ist jeder Moment genau richtig, wie es ist, nicht. Und du wirst sehen, dein Leben verändert sich mit dem, in dem Maße, wie du dich selbst erkennst. Alles Gute, alles Schöne für euch und freue mich, mit euch zu sein, zu wachsen mit euch, in Liebe zu wachsen mit euch, in Einheit mit euch zu wachsen, in Glückseligkeit mit euch zu wachsen. Jai Gurudev.